Für die etwas älteren Nachwuchsfahrer ab 18 Jahre mit der B-Lizenz gibt es schon seit 5 Jahren den Yamaha Cup. Hier ging es schon härter und gefährlicher zu. Start am 8. Mai 1983 in Hockenheim. Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr mit 350 Kubikzentimeter Zweitaktmaschinen gefahren. 6.500 Mark kostete dieser Spaß, nicht viel für eine Maschine samt Ausrüstung. Aus den Yamaha-Cup-Rennen gingen schon große Talente hervor. Man denke nur an Martin Wimmer. Wie verbissen bei diesem Rennen gekämpft wird, zeigen die folgenden Aufnahmen. Auf dem Salzburgring konnte man am 15. Mai, anlässlich des 3. Europameisterschaftslaufes, den österreichischen Honda Cup sehen. Auch hier dramatische Szenen. Dem Honda Cup-Rennen Startaufstellung der 250 Kubikzentimeter-Klasse. Mit der Startnummer 34 Roland Kappler vom ES-Team, OMK-Sieger von 1981. Er fuhr 1983 erstmals mit der A-Lizenz. Gleich nach dem Start schob sich Roland Kappler an die Spitze, gefolgt von dem Österreicher Thomas Bacher. Zwischen diesen beiden Fahrern entbrannte ein Kampf um jeden Meter. Harald Eckel, auch er fährt im ES-Team, so wie Herbert Hauf mit Nummer 32. Roland Kappler war nicht mehr zu bremsen. Er fuhr, was das Zeug hielt. Doch kurz vor Schluss des Rennens stürzte er. Es sah böse aus für ihn. Doch dank seiner guten Ausrüstung von ES blieb er unverletzt, wenn man von einigen Hautabschürfungen absieht. So hart kann Motorsport sein. Hier der niedergeschlagene Verlierer, der den Sieg schon vor Augen hatte. Der Sturz kostete ihm eine Menge Geld und den Sieg. Und hier der strahlende Gewinner, Franz Lederer, der eine wilde Aufholjagd vollführte und damit den Michael-Krauser-Ehrenpreis gewann. Mit großer Spannung verfolgte man 1983 die Weltmeisterschaftsläufe der 250 Kubikzentimeter-Klasse. Denn hier kämpften zwei Erzrivalen um die Gunst des deutschen Publikums. Martin Wimmer aus München und Manfred Herwe aus Lampertheim.
Vierter WM-Lauf am 8. Mai 1983 in Hockenheim. Manfred Herweh bei der Startaufstellung, seine Mechaniker schraubten noch herum. Auch um Martin Wimmer ging es noch hektisch zu. Wimmer stand eine Reihe vor Manfred Herweh. Start Nummer 5, Carlos Lavado. Cornu, Gressel, De Radiges. Gleich nach dem Start übernahm Martin Wimmer die Führung. Manfred Herweh hatte keinen guten Start, holte aber auf. Doch der Wettergott bereitete diesem Kampf ein jähes Ende. Er ließ es regnen, sodass die mit Slickreifen bestückten Maschinen nicht mehr zu halten waren. Wilhelm Herz zeigte die rote Fahne. Das Rennen wurde abgebrochen. Glück für Alan Carter, denn er war kurz zuvor gestürzt. Reinhold Roth. Martin Wimmer war über den Abbruch des Rennens natürlich nicht begeistert, denn er lag schon klar in Führung. Als die Sonne wieder lachte und jeder wartete, dass die Strecke wieder trocken wird, sah man den vierfachen Weltmeister Tony Mang an den Boxen entlanghinken. Er war der Pechvogel des Jahres. Alles wartete nun auf den zweiten Start. Herweh etwas besorgt. Wimmer dagegen hatte noch Zeit für den Fotografen. Nach langem Warten ging der junge Alan Carter zu seiner Box. Herweh war dann der Erste, der zum Start rollte. Das Wetter aber blieb unbeständig und keiner wusste, welche Reifen wohl die richtigen seien. Große Nervosität vor dem Start. Übernahm Manfred Herweh die Führung. Die Menge war begeistert. Es sah nach einem deutschen Sieg aus. Martin Wimmer lag auf Platz 8. Nach der dritten Runde lag Carlos Lavado aus Venezuela auf dem ersten Platz. Manfred Herweh und Martin Wimmer mussten später wegen Reifenproblemen aufgeben. Lavado baute seinen Vorsprung Runde für Runde weiter aus. An zweiter Stelle lag sein Landsmann Ivan Palacese. Doch er stürzte
blieb aber unverletzt. Gleich danach erwischte es den Italiener Paolo Ferretti. Sieger wurde der sympathische Carlos Lavado. Zweiter Patrick Fernandez. Den dritten Platz belegte Didier de Radiges. Die 250 Kubikzentimeter Klasse war 1983 wie selten zuvor heiß umkämpft. Der Franzose Jean-Louis Tonnadre beim Training in Jugoslawien. Jean-François Baldé, ebenfalls ein Franzose. Manfred Hervé, der von ES unterstützt wird, war beim 7. WM-Lauf in Rijeka sehr schnell im Training. Sein Kontrahent? Martin Wimmer. Didier de Radiges aus Belgien. Christian Saron aus Frankreich. Der Franzose François Baldé. Guina Baudet, ebenfalls aus Frankreich. Und schließlich noch der Titelverteidiger Tonnadre. Nach der Aufwärmrunde wurde der Start noch einmal verzögert, weil Carlos Lavado Kupplungsprobleme hatte. Seine Mechaniker schufteten gegen die Zeit. Sie schafften es in letzter Sekunde. Als dann der Start erfolgte, war die ganze Aufregung schnell vergessen. Wimmer und Hervé lagen etwa an 7. und 8. Stelle. Und Wimmer holten schnell auf, konnten aber den schon in Führung liegenden Lavado nicht mehr gefährden. Der große Pechvogel war wieder einmal Martin Wimmer. Er verlor seinen Auspuff und dadurch wichtige WM-Punkte. Unaufhaltsam fuhr Carlos Lavado seinem dritten Sieg entgegen, gefolgt von Manfred Hervé und Christian Saron. Wieder Lavado,
verfolgt von dem ES-Fahrer Hervé. Etwas abgeschlagen, ein weiterer ES-Pilot, Harald Eckel. Vor dem Start hatte Lavado mit seiner Maschine noch große Schwierigkeiten. Er war fast am Verzweifeln, aber der starke Wille, eine gehörige Portion Mut und Kampfgeist, die dieser sympathische Fahrer aus Venezuela mitbringt, verhalf ihm mal wieder zum Sieg. Den zweiten Platz erkämpfte sich der Franzose Christian Serron. Den dritten Platz belegte Manfred Hervé. Von nun an gehörte auch er zu den heißen Favoriten in dieser Klasse. Seine WM-Chancen stiegen weiter. Harald Eckel in Assen. Manfred Hervé. Und Martin Wimmer. Der achte WM-Lauf fand am 25. Juni im holländischen Assen statt. 180.000 begeisterte Zuschauer warteten auf den Start der 250 Kubikzentimeter-Klasse. Denn noch war alles offen. Mindestens 10 Fahrer hatten noch die Möglichkeit, Weltmeister zu werden. Darunter auch Hervé und Wimmer. Lavado und Alan Carter, ein ganz junger Engländer. Großer Jubel bei den deutschen Fans. Manfred Hervé kam als Führender aus der ersten Runde zurück. Martin Wimmer dagegen hatte mal wieder Pech. Er kam als letzter vom Startplatz weg. In der zweiten Runde stürzte Alan Carter, blieb aber unverletzt. Ihm fehlte es doch noch an Erfahrung und Routine. Martin Wimmer kämpfte sich langsam, aber sicher nach vorn. Unglaublich, was er in Assen leistete. Pechvogel Alan Carter, etwas enttäuscht, aber mit heilen Knochen. Manfred Hervé noch an der Spitze. Martin Wimmer kämpfte sich von der 30. Stelle nach wenigen Runden schon unter die ersten 10 Fahrer vor. Mit Spannung verfolgten die Zuschauer das Rennen. Und wieder ging Carlos Lavado in Führung. Martin Wimmer lag schon auf dem 5. Platz. Harald Eckel, gut im Rennen. Großes Pech dagegen hatte diesmal Manfred Hervé. Er stürzte. Somit schmolzen seine Weltmeisterschaftspunkte wieder dahin. Sieger wurde Carlos Lavado und niemand zweifelte mehr an seinem WM-Titel. Wimmer und Hervé lieferten sich auch bei den deutschen Meisterschaftsläufen spannende Duelle. In Zolder siegte Martin Wimmer vor Manfred Hervé. Pech in Zolder hatte Reinhold Roth. Er stürzte.
Sieger Martin Wimmer aus München. Zweiter Manfred Herwe aus Lampertheim. Und dritter Hans Becker aus Kirchen. Der fünfte Lauf zur Deutschen Straßenmeisterschaft wurde am 24. Juli auf dem Salzburgring ausgetragen. Herwe, Wimmer, Roth. Diese drei schenken sich bei diesem Rennen auf nasser Straße nichts. Gleichzeitig ging es auch um die österreichische Meisterschaft. Daher ein so großes Fahrerfeld. Herwe, Roth, Wimmer. Start Nummer 9, Franz Lederer. Glänzte 1983 schon mit zwei Siegen und einigen guten Platzierungen. Unglaublich, was Herwe, Roth und Wimmer in Salzburg vollbrachten. Die Zuschauer hielten den Atem an. In der letzten Runde konnte Martin Wimmer noch kurz vor Schluss an Reinhold Roth vorbeiziehen und den zweiten Platz belegen. Nach dem Rennen erzählte Herbert Hauf seiner Frau, mit welchen Problemen er zu kämpfen hatte. Der strahlende Sieger, Manfred Herwe. Er führte zu diesem Zeitpunkt die deutsche Meisterschaft mit 55 Punkten vor Martin Wimmer an, der 49 Zähler hatte. Zweiter Martin Wimmer und dritter Reinhold Roth. Vierter Harald Eckel vom ES Racing Team. Übrigens, deutscher Meister wurde nicht Herwe und auch nicht Wimmer, sondern Reinhold Roth als der lachende Dritte. Wieder ein schöner Erfolg für das ES Motorrad Zubehör Racing Team, das seinen Sitz in Neuötting hat. ES bietet ein breit gefächertes Motorrad Zubehörprogramm, das von der Rennsportverkleidung über technisches Zubehör bis hin zur vollständigen Bekleidung von Kopf bis Fuß reicht. Dass es immer wieder kleine Sensationen gibt, dafür sorgen schon die vielen Nachwuchsfahrer wie Rudolf Tussel vom MC Augsburg. Er fuhr mit einer Otto Lantenhammer Westlake, also einem umgebauten Bahnsportmotor, in der 500 Kubikzentimeter Viertaktklasse und das mit Erfolg. Unglaublich, wie Rudolf Tussel aus Maisach mit dieser Einzylindermaschine dem Haufen der zumeist vier Zylindergeschosse davonfährt. Giebelstadt wurde Rudolf Tussel Zweiter. Seinen größten Erfolg aber feierte er auf der AWUS in Berlin. Dort siegte er sogar.
Der Motorradrennsport ist trotz Unterdrückung in den Massenmedien so populär wie nie zuvor. Das beweist schon der große Andrang bei den Nachwuchsfahrern. Eine solche 500 Kubikzentimeter Maschine mit Ausrüstung kostet immerhin 20 bis 30.000 Mark. Viele sparen sich dafür jede Mark vom Mund ab oder stürzen sich sogar damit in Schulden. Nur wenige schaffen aber den Sprung in die Weltelite und zum großen Geld. Der Mannheimer Gerhard täuscht beim WM-Lauf in Hockenheim. Er stand noch ganz hinten, aber mit Hilfe von ES war er wenigstens dabei. Etwas wehmütig sieht er nach vorn, zu den Großen. Zu Franco Uncini, King Kenny und zu Eddie Lawson. Im Gespräch mit Kenny Roberts, Ex-Weltmeister Johnny Cicotto. Das Wetter spielte mal wieder nicht ganz mit. Als die Fahrer von der Warm-up-Runde zurückkamen, begann es zu regnen. Riesenaufregung bei den Mechanikern. Es mussten schnell andere Reifen montiert werden. Das Rennen wurde um 30 Minuten verschoben. Wolfgang Schwarz vertrat 1983 in der 500 Kubikzentimeter Klasse erfolgreich die ES-Farben. Barry Sheen, er hat alle Tiefen und Höhen dieses Sports durchschritten. Randy Memola, der US-Boy, steht immer im Schatten seines Landsmannes Kenny Roberts. Gustav Reiner, immer vom Pech verfolgt, aber ein Idealist, wie es kaum einen zweiten gibt. Franco Uncini, der Weltmeister von 1982, hatte 1983 auch kein Glück. Nach seinem Sturz in Assen musste er für den Rest der Saison pausieren. So haben die Superstars ihre Sorgen und Probleme. Von diesen Sorgen und Problemen ahnen die 180.000 Zuschauer, die das Motodrom von Hockenheim füllen, zumeist recht wenig. Endlich war es dann soweit. Als erster kam Marco Lucchinelli ins Motodrom, gefolgt von Freddy Spencer und Kenny Roberts. Nach der zweiten Runde aber hatte Freddy Spencer das Kommando übernommen. Doch King Kenny war ihm dicht auf den Fersen. Auch Walter Hoffmann mit seiner Tekala Mitsuzuki war gut im Rennen. Die Reihenfolge nach dem ersten Drittel des Rennens: Freddy Spencer, Kenny Roberts,
Franco und Chini, Lawson, Fontaine und Mermola. In der Königsklasse, wie man so sagt, haben es Privatfahrer mit wenig Geld besonders schwer, um nur einigermaßen mitzuhalten. Denn die ersten 10 sind fast alle Weltmeister und Werksfahrer. Start Nummer 7, Berrichin. Er denkt schon ans Aufhören. Gegen Ende des Rennens übernahm King Kenny mit seiner Yamaha die Führung und behielt sie bis ins Ziel. Wolfgang Schwarz. Er belegte den 27. Platz. Eine gute Leistung, wenn man bedenkt, dass dies sein erster WM-Lauf war. Kurz vor Schluss, Roberts in Führung. An vierter Stelle, zurückgefallen, Freddy Spencer mit seiner Honda. Als das Rennen beendet war, begann es wieder zu regnen. Aber das war dem Sieger King Kenny einerlei. Er ließ den Sektkorken knallen. Zweiter wurde Takatsumi Katayama und den dritten Platz errang Marco Lucchinelli aus Italien. Eine Woche später, Anton Mang in Salzburg. Sepp Schlögel hält Tonis Suzuki bereit fürs Rennen. Nachdem der Toni bei einem Skiunfall sein rechtes Knie verletzte, wollte er in Salzburg unbedingt wieder dabei sein. Aber die Schmerzen waren noch zu groß. Umringt von Fotografen und Fans ging er am Sonntag ins Rennen. Toni Mang hatte aber schon beim Start Schwierigkeiten und während des Rennens schmerzte das Knie so sehr, dass er nach der 10. Runde an 24. Stelle liegend aufgeben musste. Sieger in Salzburg wurde Kenny Roberts. Zweiter, Eddie Lawson, USA. Dritter, Randy Mermola, ebenfalls USA. Vierter, Takatsumi Katayama aus Japan. Fünfter, Franco Uncini aus Italien. Freddy Spencer fiel mit Motorschaden aus. Kenny Roberts und Eddie Lawson in Assen. Uncini mit Sheen. Randy Mermola bereitet sich für das Rennen vor.
Der Manager Giacomo Agostini. Start im Hexenkessel von Assen. Die Fotografen und Filmleute behinderten sich gegenseitig. Jeder wollte Spencers Superstar einfangen. Freddy Spencer aber raste mit seiner Honda allen davon. Katayama und Memola hinterher. Es war schon ein spannendes Rennen. Folge Spencer, Katayama, Memola, Roberts. Und Sheen. Genie, Memola Katayama und Lucchinelli. Roberts hatte einen schlechten Start, holte aber auf. Nach den hohen Geschwindigkeiten der Motorräder nun einige Zeitlupenstudien der Kamera. John Eggerold stürzte. Ernst Gschwender kam gerade noch durch. Glück für beide, für Eggerold und Gschwender. Barry Sheen. Nach kurzer Zeit lag Roberts schon an zweiter Stelle. Dann übernahm er die Führung. Spencer fiel auf den dritten Platz zurück. Katayama wurde Zweiter. Eddie Lawson, Fabio Bigliotti, Ernst Gschwender. Sieger King Kenny. Gustav Reiner, Ernst Gschwender, Peter Ammann und Walter Hoffmann in der ersten Startreihe. Auch die deutsche Meisterschaft der 500 Kubikzentimeter Klasse war 1983 voller Spannung und Überraschungen. Thank you.
Zuerst sah es so aus, als ob es für Gustav Reiner ein leichtes Spiel wäre, sich den Titel zu holen. In Zolder war er der König. Ernst Gschwender sah ihn als einziger von hinten in die Ferne verschwinden. Gustav Reiner siegte vor Ernst Gschwender und Klaus Klein. Wolfgang Schwarz, der ES-Fahrer, wurde Vierter. Beim deutschen Meisterschaftslauf in Salzburg war Toni Mang endlich wieder fit. Gustav Reiner, Ernst Gschwender und Walter Hoffmann standen in der ersten Startreihe. Auch hier wieder der übliche Reifenpoker. Toni Mang ging wie erwartet in Führung und gewann überlegen. Gustav Reiner fiel dagegen schon vor dem Start aus. Anton Mang fuhr beim DM-Lauf am 24. Juli in Salzburg seinem ersten Sieg nach seiner Verletzung entgegen. Zweiter wurde Ernst Gschwender und auf Platz 3 sah man Walter Hoffmann. Deutscher Meister der 500 Kubikzentimeter-Klasse wurde aber Ernst Gschwender. ES unterstützt natürlich auch einige Gespannfahrer wie Klaus Feike aus Wolfratshausen mit seinem Beifahrer Helmut Diehl aus Höhenrheinberg. Schwärzel Huber beim DM-Lauf in Zolder. Schwärzel Huber übernahmen auch die Führung, gefolgt von Steinhausen Hahn. Werner Schwärzel und Andreas Huber wurden auch 1983 wieder deutscher Meister. Start Nummer 11, Feike und Diehl aus Wolfratshausen, wurden Sechste.
Weitere ES-Gespanne waren Roland Neubauer mit Georg Büchners sowie Wolfgang Kettmann mit Klaus Kolb. Schwärzel Huber siegten vor Rolf Steinhausen und Derek Jones. Rolf Bieland wurde 1983 wieder Weltmeister. Hier der Start in Assen. Bieland Waltersberg vor Schwärzel Huber, die in der WM auf Platz 3 landeten. Die beiden ES-Piloten Klaus Feike und Helmut Diehl vor dem Start zum Europa-Endlauf in Hockenheim. Feike und Diehl wurden Neunte. Wolfgang Kettmann und Klaus Kolb. Das ES-Racing-Filmteam zeigte Ihnen einige Ausschnitte von der Rennsaison 1983. Von den Nachwuchsfahrern bis hin zu den Profis.